Ja, vielen Dank, Kollege Walter Haas. Vielen Dank, Walter, für deine solidarischen Worte. Nicht nur an die Beschäftigten von MAP und auch für deine Worte, die eine Perspektive für die Beschäftigten, aber auch für die Bürgerinnen und die Bürger dieser Stadt beinhalten. Vielen Dank für deine Worte. Nicht gesprochen haben. Deswegen freue ich mich, dass außer den direkt Betroffenen auch hier und heute an dieser Kundgebung teilnehmen, nicht nur Vertreter anderer Organisationen, sondern Bürger und Bürgerinnen in dieser Stadt. Für mich ist klar, euer Erscheinen hat in der Tat zwei Motive. Erstens, natürlich aus einem Gefühl der Solidarität heraus für die jetzt und im Augenblick Betroffenen. Die brauchen unsere und die brauchen eure Hilfe. Aber zweitens, ist es doch auch eine tiefe Sorge. Eine Sorge um diese Stadt und eine Sorge um die Entwicklung insgesamt in dieser Stadt. Wer die Botschaften der letzten, nur der letzten Tagen und Wochen unterm Strich addiert, der ist bei 1000 industriellen Arbeitsplätzen, die in diesem Jahr verschwinden. MAP, Böhler-Thyssen Schweißtechnik, Leithäuser, da ist es ja nahezu ein Glücksgriff, wenn mit großer Unterstützung auch des Betriebsrates und mit Einsatz zumindest ein Teil Buschjäger gerettet werden konnte. Da hilft überhaupt nichts, auch wenn man weiß, in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen läuft das so ähnlich oder genauso ab. Das hilft nichts. Das hilft nichts. Und Kolleginnen und Kollegen, einer meiner Vorredner hat es gesagt, die Verantwortung abzuschieben auf eine Standortdebatte, auf die Lohnkosten, auf alle möglichen im Umfeld, das ist doch in der Tat und in diesem konkreten Fall nun wirklich die falsche Fährte, auf die man uns locken will. Ich kann diesem Autor des Buches Nieten für Nadelstreifen, den kann ich nur empfehlen, mal nach Hamm zu kommen. Ich habe so viel Stoff in der Tasche, der kann einen Endlosroman von schreiben. Hallo. Kolleginnen und Kollegen, hinter jedem Arbeitsplatz, diesen 1000 allein in den letzten Wochen, hinter jedem Arbeitsplatz steht ein Mensch. Oft mit Familie, mit Kindern, die Wünsche haben. Was will man denn anderes als Wünsche erfüllen? Hinter jedem Arbeitsplatz steht ein Mensch mit seiner eigenen und persönlichen Zukunftsplanung. Da ist es egal, ob das der Schrebergarten ist, ein neues Auto, eine Urlaubsreise, eine Eigentumswohnung, im Glücksfall noch ein Häuschen. Dann stellt man sich vor, eine kurze, knappe, von langer Hand vorbereitete Entscheidung lässt auf der einen Seite alle Träume platzen. Alle Wünsche, alle Ideen für die Zukunft fallen zusammen wie ein Kartenhaus. Und ich sage euch, mir geht es da nicht anders. Der Schock vom letzten Montag, der sitzt immer noch tief. Aber was ich bewundere, ich sage das aus voller Überzeugung,
das ist im Augenblick diese Belegschaft, aber auch und immer mehr Menschen in dieser Stadt. Sie erkennen genau diese Bruchstelle. Sie erkennen diese Bruchstelle MHP in Verbindung auch mit den Zukunftsvisionen einer Stadt. Aber wenn ich durch die Belegschaften gehe, ich erkenne da nicht etwas, etwa Resignation. Nein. Was ich da erkenne, ist jeden Tag die Bereitschaft und durch Praxis bewiesen, zu kämpfen um den jeden einzelnen Arbeitsplatz hier in dieser Stadt und in dem Unternehmen. Kollegen, ich kann jeden in der Tat nur einladen, mal zu der Mahnwache zu kommen, mal in die Gesichter zu schauen. Nach 8 Stunden oder 10 Stunden arbeiten im Lärmbetrieb. Könnt ihr euch vorstellen, was, wenn zwei Rohre aufeinander knallen, was das für Lautstärken abgibt. Und danach noch eine Schicht Kampfmaßnahmen zu organisieren und danach noch ein paar Stunden an der Mahnwache zu stehen, um für das Unternehmen, für seinen Arbeitsplatz einzustehen. Kollegen, das zerrt an den Nerven. Was wir brauchen, deswegen brauchen wir den Kampf und den kühlen Kopf. Wir brauchen schlicht und ergreifend Zeit. Zeit. Wenn ich abends mit den Kumpels an der Mahnwache diskutiere und wenn ich höre, welche praktischen und welche fantastischen Ideen die in dieses Unternehmen einbringen wollen, die wissen ganz genau, wie das besser geht. Die wissen ganz genau, welche Anweisung, die sie immer erhalten haben, falsch und welche richtig war. Und die wissen ganz genau und beweisen seit einigen Tagen in der Praxis, dass es deutlich mit deutlich geringer gewordenem Schrott auch gemacht werden kann. Da muss man sich vorstellen. Ich höre jeden Abend, ich bin auch in dem Aufsichtsrat, das ist kein Glücksfall. Ich höre jeden Abend an der Mahnwache mehr Ideen für das operative Geschäft bei MAP, als ich in 7 Jahren von diesen Geschäftsführern bei MAP gehört habe. Deswegen, wenn ich von Schock gesprochen habe, der bei vielen tief sitzt, dann gilt das, wie ich gesagt habe, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für den Nachbarn, für den Freund, der bei MAP arbeitet, für den Verwandten. Das heißt, in der Tat haben wir auch in dieser Stadt, als Bürger und Bürgerin in dieser Stadt, eine nicht zu unterschätzende Chance. Die Liste der Prioritäten zu dem, was hier zu tun ist, um Arbeitsplätze zu schaffen, ganz deutlich und intensiv zu korrigieren. Deshalb freue ich mich, dass die Einsicht auch bei allen Parteien, beschlossen gestern durch die Resolution im Rat, auch hierzu im Handeln, im täglichen Handeln und Streiten um neue Arbeitsplätze, um neue Industriestrukturen in Hamm, wirklich auch, was die Beschleunigung angeht, mit einem richtig kräftigen Bleifuß auf das rechte Pedal gedrückt wird. Ich kann nur sagen, dies. Ich werde mir in allen Veranstaltungen deutlich verkneifen, irgendwelche Seitenhiebe auf andere, die für diese Misere bei MAP nicht zuständig sind, auszuteilen. Es gibt vieles, was man besser machen kann. Aber ursächlich und im Zusammenhang mit diesem Dilemma, mit dieser Katastrophe, mit diesem Ergebnis, hat niemand anderes etwas zu tun,
als diese Geschäftsführung. Für viele ist die Schmerzgrenze im alltäglichen Kampf erreicht. Viele meiner Kollegen, auch der Kollegen der Funktionäre im Betrieb, gehen jeden Tag bis an ihre Schmerzgrenze, bis an die Grenze der Belastbarkeit. Und trotzdem traue ich denen zu, das noch viele Wochen durchzustehen. Und deswegen sage ich jedem im Hamm, dass die Kumpels, die da stehen, es verdient haben, jeden Tag von anderen, von vielen oftmals besucht zu werden und unterstützt zu werden. Der Hans hat einiges gesagt zu den Geschäftspraktiken. Ich will das nicht detailliert, schon gar nicht betriebswirtschaftlich rüberbringen. Ich war vorhin noch in Remscheid, dort stehen die Kollegen in der gleichen Situation. Da hat mir ein Kollege genau erklärt, wie das operative Geschäft zustande gekommen ist. Man stelle sich vor, man kauft immer diese kleinen Milchdosen, Kondensmilch, zum Einkaufspreis von 50 Pfennig. Und dann verkauft man ein Jahr lang diese gleichen Kondensdosen zu 40 Pfennig. Dann verkündet man während des Jahres, dass man ganz stolz ist, dass die Nachfrage so gestiegen ist und dass man im Verkauf so erfolgreich war. Dass man Produktion, dass man Rekordverkäufe getätigt hat. Am 31.12. zieht man dann einen Strich und stellt im Ergebnis fest, oh, das sind ja 60 Millionen geworden. Verlust. Wie kann das denn kommen? Verlust. Das hört sich vielleicht ein bisschen zu einfach an. Nur diese Geschäftspraktik, das kommt in den letzten Wochen hoch, ist bedauerlicherweise zwar computerunterstützt, aber trotzdem Realität. Es gibt zwei Ziele. Die gezeigte Solidarität durch eure Teilnahme heute insbesondere bedanken. Wir müssen heute, morgen, auch insbesondere morgen, wenn der Aufsichtsrat von MAP hier auf dem Gelände tagt, und wir erwarten sicherlich hier eine Größenordnung von 2.000 bis 3.000 Kolleginnen und Kollegen, Bürgerinnen und Bürger, aber auch in den nächsten Wochen und Monaten solidarisch zusammenstehen. Damit die Menschen, die Beschäftigten von MAP, aber auch diese Stadt eine Zukunft hat. Lasst uns zusammen und solidarisch eintreten, damit die Menschen und insbesondere unsere Jugend auch hier eine Perspektive, eine Zukunft sieht. Vielen Dank, Glück auf. Kollegen, nur ein Satz von der Teilnahme hier und heute. Und ich weiß ja auch in der Vergangenheit, welche Veranstaltung wir organisiert haben. Ich weiß auch etwas über die Teilnahme. Da werden wir noch eine richtige Schippe drauflegen. Und dazu möchte ich euch einladen. Ab 8 Uhr findet bis 2 Uhr vor dem Tor MAP Kissinger Weg nicht nur eine Großkundgebung, sondern Aktionstag statt. Das ist die Begleitmusik für die Aufsichtsratssitzung. Dort werden rund 2.000, 2.500 MAP-Beschäftigte aus allen Standorten teilnehmen. Und ich würde mich freuen, euch morgen früh, zumindest die, die können, und ihre Familien dort wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.